Mesdames, Messieurs, geschätzte Damen und Herren, liebe Teilnehmer der Fokusgruppe, ich begrüße Sie zur Fokusgruppe Klima und Politik des Workshops von TA Suisse. Mein Name ist Reto Detli, ich bin geschäftsleitender Partner der Firma Eckkonzept AG, einem privaten Forschungs- und Beratungsunternehmen in Zürich mit gut 25 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und der Fokus unserer Arbeit ist Nachhaltigkeit. Ich selber habe Maschinenbau an der ETH Zürich studiert, habe als Diplom ETH abgeschlossen und später dann ein Nachdiplomstudium in Betriebs- und Produktionswissenschaften absolviert. Und mein Kontext zur Politik ist auf zwei Ebenen. Ich war einerseits Parlamentsmitglied in Zürich und später dann in meinem Wohnort in Uster. Und ich bin jetzt in einem politischen Kontext tätig als Verwaltungsratsmitglied einerseits der Elektrizitätswerke des Kantons Zürichs und andererseits der Stadtwerke von Uster, der Energie Uster AG. Meine Tätigkeiten primär ist Beratung von Städten und Gemeinden im In- und Ausland. Ich bin tätig in Osteuropa, auch in Indien, und Fokus der Arbeit ist dort Klima und Energie. Ich habe bis jetzt ein sozialwissenschaftliches Energieforschungsprogramm geleitet über die letzten 10 Jahre. Energieforschung Stadt Zürich heißt das, wo es vor allem darin ging, die Hemmnisse auf dem Weg zur 2000 Watt Gesellschaft zu analysieren und Maßnahmen zu deren Überwindung auszuprobieren, auszutesten und deren Wirkung zu ermitteln. Dritter Teil meiner Tätigkeiten ist die Entwicklung von energie- und klimapolitischen Instrumenten für den Bund und die Kantone. Und der vierte Teil ist strategische Beratung von Energieversorgungsunternehmen. Unsere Fokusgruppe wird sich um drei Fragen vor allem kümmern und ich möchte dazu gerne eine Einleitung geben. Sie sehen die Frage hier. Ist die Klimafrage noch eine Frage der wissenschaftlichen Forschung und Kommunikation oder ist sie letztlich primär ein politisches Thema? Was ist der Handlungsspielraum der Politik angesichts des Klimawandels? Um den dritten Teil gibt es Interessenkonflikte und wenn ja, auf welcher Ebene? Was steht für die Beteiligten auf dem Spiel? Zu meiner Einführung. Sie sehen hier die Treibhausgasemissionen der Schweiz und woher sie stammen. Das sind 46 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, die einen großen Teil aus dem Gebäudebereich stammen, aus dem Mobilitätsbereich, der Industrie, die Abfallwesen, also KV hat einen Teil, die Landwirtschaft hat einen erheblichen Teil, das sind vor allem Methanemissionen und der Rest sind synthetische Gase ab. Wichtig zu wissen ist, dass das ist die Bilanz gemäß den gültigen Regeln des Kyoto-Protokolls nicht darin enthalten sind, der Flugverkehr. Da kommen nochmals 5,7 Millionen Tonnen dazu. Und nicht darin berücksichtigt sind natürliche Senken beispielsweise aus dem Wald von rund 1,3 Millionen Tonnen. Also wir sammeln heute sozusagen auf dem Gebiet der Schweiz rund 3% unserer CO2-Emissionen wieder ein. Die anderen 97% sozusagen werden emittiert. Jetzt werden wir ein bisschen schauen, was ist passiert seit 1990. Da haben die Emissionen in der Schweiz um rund 14% abgenommen. Und wenn man noch etwas genauer schaut, wo das die abgenommen haben, dann sieht man, im Bereich der Gebäude hat es einen Drittel abgenommen. Im Bereich der Industrie sind es ebenfalls rund ein Drittel. Die Mobilität ist in den ganzen 30 Jahren etwa gleich geblieben. Das heißt, die energieeffizienteren Fahrzeuge wurden kompensiert durch mehr Fahrzeuge und mehr Kilometer pro Fahrzeug. Die Emissionen aus dem Luftverkehr haben sich in den letzten 30 Jahren beinahe verdoppelt. Dasselbe auch aus dem Abfallbereich. Und bei der Landwirtschaft haben sie nur wenig abgenommen. Das ist also etwa die Situation. Jetzt, wenn man einmal genau schaut in diesen Bereichen, wo stehen wir eigentlich in der Klimapolitik auch? Was wissen wir darüber? Dann sehen Sie das jetzt auf dieser Figur hier. Wir wissen im Gebäudebereich rund 24%, also rund ein Viertel der Emissionen. Und hier kann man sagen, eigentlich wissen wir, wie man die Emissionen auf Null bringt. Die Technik ist vorhanden. Es gibt Wärmepumpen, erneuerbare Systeme etc. Man weiß, wie man die Gebäude sanieren muss. Schwierig ist sicher besondere Herausforderungen. Stadtzentren, historische Bauten kann man nicht im gewünschten Maße isolieren.
der Umgang mit unserem Gasnetz für Erdgas, Biogas, synthetische Gase ist noch unklar. Und was schwierig ist, ist auch die langen Nutzungsdauern. Heizungen sind 20 bis 25 Jahre in Betrieb. Ein Gebäude wird nur etwa alle 80 Jahre umfassend saniert. Das sind die größten Herausforderungen, aber wir wissen, was man machen muss und man weiß, wie man es machen muss. Bei der Mobilität weiß man es großmehrheitlich. Also wir wissen, dass die Elektromobilität einen großen Beitrag leisten kann. Wir wissen aber, dass der Güterverkehr, Schwerverkehr noch nicht genau ist. Das vielleicht Wasserstoff, ist es doch Elektrizität. Wir haben die Herausforderung des zusätzlichen Strombedarfs, wo wir nicht unbedingt noch genau wissen, wie wir diesen dann decken. Aber im Großen und Ganzen wissen wir auch hier sehr viel und die Technik ist vorhanden. Dasselbe Industrie, auch einen Großteil des Wissens ist vorhanden. Die Technik ist vorhanden. Schwierigkeiten sind hier sicher die Hochtemperaturanwendungen. Also da brauche ich irgendwie synthetische oder biogene Gase, um diese Temperaturen zu erreichen. Zementproduktion, dort wird auch CO2 emittiert aus dem chemischen Prozess heraus. Und schwierig ist, denke ich, dass dort jedes Unternehmen ist speziell. Jedes Unternehmen hat speziell eigene Produkte, eigene Produktionstechnologien. Man kann dies nicht so wie bei den Gebäuden über einen Leist schlagen. Es braucht eine individuelle Betrachtung und je nach Branche sind die Herausforderungen ganz unterschiedlich. Aber ich denke, auch hier ist man auf einem recht guten Weg. Im Bereich der Landwirtschaft weiß man eigentlich wenig. Man weiß natürlich, dass die Tierproduktion, die Tierhaltung, insbesondere alle Wiederkäuer, mit erheblichen, die Haltung von Wiederkäuern mit erheblichen Methanemissionen, also Treibhausgasemissionen, verbunden ist. Aber die Alternativen und welche Politik und welche Maßnahmen, das ist eher noch unklar. Also beispielsweise, was macht ihr mit unserem ganzen Berglandwirtschaft, wo wir nicht irgendwie Tomaten, man kann nicht auf 1400 Metern oben Tomaten oder Kartoffeln pflanzen. Das geht irgendwie. Also die Alternativen sind noch relativ unklar. Auch bei den Abfällen haben wir weiterhin, ist noch unklar, wie wir diese wirklich in erheblichem Maße reduzieren können. Also die ganze Frage der Kreislaufwirtschaft. Hier brauchen wir noch Forschung, hier brauchen wir neue Anwendungen, neue Technologien. Und beim Flugverkehr wissen wir auch noch relativ wenig. Wir wissen noch nicht, wie wir einen Flugverkehr emissionsfrei bewältigen können. Elektrizität geht nicht, Batterien sind zu schwer, biogene Treibstoff ist allenfalls möglich oder synthetisch, aber sind die in ausreichendem Maß vorhanden? Wie produzieren wir diese am besten? Hier haben wir noch eine ganze Reihe offene Fragen. Hier ist die Forschung noch gefragt. Wenn wir ein bisschen schauen bei diesen Bereichen, sind wir auf Kurs oder nicht, dann glaube ich, dass wir bei den Gebäuden plus minus auf Kurs sind. Wir schaffen das. Frau Merkel würde sagen, wir schaffen das. Dasselbe ist auch bei der Industrie, glaube ich. Die Probleme mit den Hochtemperaturprozessen, die kriegen wir in den Griff. Wir schaffen das auch. Bei der Mobilität denke ich auch, dass wir das schaffen, aber wir sind noch nicht auf Kurs. Die Elektromobilität hat erst einen kleinen Bereich abgedeckt. Aber ich glaube, die elektrischen Fahrzeuge werden so viel attraktiver sein als die Benzinfahrzeuge, dass dieser Wechsel zu schaffen ist. Aber wir sind noch nicht auf Kurs. Wir brauchen vielleicht mehr Gesetze, mehr Vorschriften, mehr Anreize. Da sind wir noch nicht auf Kurs. Wo wir sicher auch nicht auf Kurs sind, wo es schwierig ist, das ist die Landwirtschaft, sind doch immerhin 14% der Emissionen im Abfallbereich. Und wo wir weit, weit, weit weg sind von einer Zielerreichung, das ist im Flugverkehr. Da wissen wir noch nicht. Da wissen wir nicht einmal, wie man das machen kann. Und jetzt kann man natürlich mit dem Finger auf die Politik zeigen und sagen, ja, wir brauchen Gesetze, wir brauchen Vorschriften, wir brauchen Förderungen, wir brauchen irgendwelche Instrumente. Aber eigentlich geht es bei vielen diesen Aspekten um das Verhalten, um uns selber, um dich und um mich. Also im Bereich der Mobilität geht es um mich und dich. Wie viel Mobilität haben wir im privaten Bereich? Im Landwirtschaft geht es um mich und dich. Wir kennen die Alternative. Eine fleischlose Ernährung beispielsweise, eine saisongerechte Ernährung ohne die großen Transporte ist wichtig. Erdbeeren im Dezember machen nicht glücklicher. Und auch beim Flugverkehr geht es um dich und um mich, wie viel, dass wir selber fliegen, ob wir die gesetzten Ziele erreichen oder nicht. Wir haben bei Energieforschung Stadt Zürich haben wir interessante Untersuchungen gemacht, haben wir geschaut, ja, bei den Leuten, wo sind denn die Leute bereit, ihren Bedarf zu reduzieren?
Und beim Flugverkehr hat man gesehen, haben die Leute gesagt, und das hat mich erstaunt, haben gesagt, also einmal pro Jahr muss ich in die Ferien fliegen und alle 3 Jahre muss das interkontinental sein. Und darunter geht es nicht. Und ich denke, an diesen Fragen, da müssen wir arbeiten. Das sind nicht einfach die anderen gefragt, die Politik, die Gesetzgeber, ebenso, sondern wir selber unser Verhalten. Ich möchte gerne als Einstieg in unsere Diskussion 3 Thesen formulieren. In vielen relevanten Sektoren, wie ich erläutert habe, wissen wir, was zu tun ist. Wir haben das Technik, wir haben die Know-how. Die Reduktion des Treibhausgasemissionen ist also primär eine Frage des Willens von uns selber oder der Politik. Und wir können nicht einfach nur auf die anderen zeigen, die Politik, das sind wir. Die Hand, der Handlungsspielraum der Politik hängt vor allem ab von der Akzeptanz der Maßnahmen. Und wenn wir da ein bisschen schauen, was akzeptiert wird und was nicht, ist mein Eindruck, dass bei Vorschriften zum Wie, also welche Art einer Heizung darf ich haben, darf ich investieren, wenn ich die Heizung ersetze, was darf ich machen, darf ich eine Ölheizung machen oder muss ich eine Wärmepumpe nehmen? Dort ist die Akzeptanz relativ hoch, dass man den Leuten sagt, du darfst nur noch eine Wärmepumpe nehmen. Weil die Wohnung ist immer noch warm, wie das passiert ist, sekundär. Bei den Vorschriften zum Was, also was den Leben und den Lebensstil betrifft, was darf ich nicht, dort ist die Akzeptanz gering. Also Flüge zu verbieten, das oder sagen, es gibt nur noch vegetarische Ernährung beispielsweise, das stößt nicht auf die notwendige Akzeptanz. Hier braucht es vor allem auch freiwillige Maßnahmen, Änderungen des Lebensstils auf freiwillige. Die Frage war auch für unsere Fokusgruppe, ja, wo gibt es denn Interessenkonflikte? Und ich denke, die Interessenkonflikte treten vor allem dort auf, wo die, sag ich jetzt mal, die alte Wirtschaft auf diejenigen der Interessen der neuen oder die aktuell auf die aktuelle der neuen angepassten Wirtschaft stoßen, wo die neue angepasste Wirtschaft die alten Ertragsmodelle in Frage stellt. Oder eben auch wie bei der Landwirtschaft im Berggebiet, wo man noch nicht weiß, was dann das Neue sein könnte. Also beispielsweise. Die Herstellung, der Verkauf und der Unterhalt von Benzin- und Dieselfahrzeugen ist ein ganz anderes Geschäftsmodell als Elektrofahrzeuge. Elektrofahrzeuge brauchen keinen Ölservice, haben viel weniger Reparaturen, brauchen keinen Partikelfilter etc. Also dort passiert eine Ablösung und dort gibt es Interessenkonflikte. Bei der Energiewirtschaft, die verdient im Moment mit Erdgas noch sehr viel Geld. Und bei den Heizungen mit erneuerbaren Energien werden andere Gesellschaften, Unternehmen, Personen Erträge haben. Oder beispielsweise auch bei den Subventionen für die auf Tierproduktion ausgerichtete Landwirtschaft der Schweiz ist natürlich die Frage jetzt, wenn wir das Berggebiet nehmen, von was wird die Bergbevölkerung, die landwirtschaftlich orientierte Bergbevölkerung zukünftig leben? Also da sind, denke ich, die Interessenkonflikte. Gut, ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören. Zu meinem Diskussionseinstieg. Hier nochmal die 3 wesentlichen Fragen unserer Fokusgruppe. Ist die Klimafrage noch eine Frage der wissenschaftlichen Forschung und Kommunikation oder ist sie letztendlich primär ein politisches Thema? Was ist der Handlungsspielraum der Politik angesichts des Klimawandels? Und gibt es Interessenkonflikte? Und wenn ja, auf welcher Ebene? Was steht für alle Beteiligten auf dem Spiel? Ich freue mich auf die Diskussion.